probiere das jetzt mal aus mit unseren leeren Behältern. Aber die Frage ist natürlich, wie weit kommen wir noch mit unserer Tankfüllung und dem Zug? Ich habe halt echt Angst, dass wir mitten in der Pampa irgendwo stehen bleiben und völlig verloren sind. Aber ich habe auch noch nicht wirklich was gesehen. Irgendwie hier an den Tankdeckel ran können wir auch nicht, ne? Haben gar keinen Tankdeckel, die Autos. Kennzeichen sind auch nicht am Start. Alles Illegale hier. Irgendwie so ein Boot schnappen wird auch nichts, oder? Nö. So. Da haben wir sie. Ich hatte gerade schon wieder Angst, ich habe sie rausgepackt. Ich das jetzt nehme? Ja, take water. Ja, sehr geil. Das gefällt mir. Ich hoffe, es ist Süßwasser und wir müssen es nicht erst vorher noch abkochen. Okay. Das ist auf jeden Fall viel wert. Wie sieht es denn aus? 25 Kilo und eine Flasche. Immer noch 25. Zwei Flaschen. 26. Gucken nochmal, wenn wir jetzt 27. Ja, okay. Also einen halben Kilo. Also sind das 0,5 Liter Flaschen, die hier am Start sind. Jetzt haben wir hier unten a bottle of dirt water. Ah, wir müssen es anscheinend doch noch abkochen. Aber zumindest haben wir schon mal eine zuverlässige Wasserversorgung. Das heißt, wir müssen uns im Zug jetzt idealerweise nochmal so einen kleinen Jasherd bauen. Brauchen wir noch 30 Meter Verlängerungsschnur. Und dann können wir das gute Wasser abkochen. Denke ich zumindest mal. Wäre zumindest sinnvoll. So, welches Haus war es denn noch? Das hier vorne, oder? Welches hatte ich denn gesehen? In dem waren wir ja auf jeden Fall. Ah, hier ist noch ein Zombie. Ne, hier. Da wollte ich nochmal reingucken, glaube ich. Ich glaube, da waren wir noch nicht. So, Zombie. Ach ne, wir wollten ja den hier nehmen. Und tschüssi. Ja, er sieht etwas, ja, dick aus, ne? Okay, waren wir anscheinend wirklich noch nicht. Sieht aus wie ein kleiner Supermarkt oder so. Ja, Zombie, ich komme gleich zu dir, lass mich nochmal kurz hier. Ach Mensch, ich kann hier nicht reingucken. Das ist schade. Hier haben wir... Nein, wir sind überladen. Und wir haben hier überall noch Sachen. Okay, das können wir noch nehmen. 27 von 30. Achso, diese Maschinenteile, Werkzeugteile wiegen halt immer relativ viel. Na gut, dann gehen wir erstmal kurz in den Supermarkt. Ich glaube, der Zombie ist hier hinter dir. Ah, gut, zwei Stück. Wir erledigen die natürlich alles, gibt alles Erfahrung. Und da hinten ist noch einer. Okay, die ersten beiden haben keine Lust mehr auf mich. Bin ich jetzt nicht traurig drüber. Und tschüssi. Naja, komm, da können wir auch rennen. Scheißegal, ob die uns... Siehst du, man hört uns nicht mal sehr viel später. Hey, ich habe keine... Ah, fuck, ich habe keine Ausdauer mehr. Wir sollten vielleicht doch nicht hinrennen. Na komm, erhol dich erstmal. Hey. Waren das jetzt 5 Schläge oder habe ich mich verzählt? Vielleicht hat auch einer am Kopf nicht getroffen. Habe auch leider nur bis zur Zahl 3 zählen gelernt in der Schule. Danach habe ich abgebrochen. Ich mich viel zu schlau gefühlt habe. Okay. Hier haben wir beide. Alles kein Problem für uns. Wir haben schon wieder Durst wie Sau. Wahnsinn, wie viel trinkt denn der? Eine 3 Liter Wasser am Tag, ne? Aber. Trotzdem relativ viel. Mal überlegen, dass wir jetzt schon 3 Flaschen haben, die alle 0,5 Liter sind. Und sind wir jetzt schon bei 2 Liter. Und der ist immer noch nicht. Ja, Durst gefüllt, Durst gesättigt, Durst gesättigt, so rum. Na komm hier, ja, alles gut. So, dann nehmen wir jetzt vielleicht hier nochmal den hier, weil die Ausdauer wird langsam etwas knapp. Ach, genau. Ach shit, das war unnötig. Gibt der Energy eigentlich mehr Regeneration? Nee, ne? Der gibt einfach nur mal einmalig Ausdauer. Zu mehr Regeneration wäre natürlich noch ziemlich geil.
würde ich das auch mal vorm Kampf trinken. Okay, wir haben noch ein ganz paar Kisten. Aber wir können bald nichts mehr rumtragen. Vielleicht ist auch das die Stärke, dass wir mehr tragen können. Würde natürlich auch Sinn ergeben. Möchte es aber tatsächlich noch nicht herausfinden. So, wir haben 26 von 30 Kilo. Achso, wir haben natürlich ein bisschen Gewicht verloren durch das Getränke gerade. Mag das Holzgeräusch. Es klingt so realistisch. Okay, hier ist glaube ich noch einer drin. Zumindest habe ich was gehört. Ah, ist ein Supermarkt, sage ich doch. Ach, da ist er. Wie sollte es anders sein in einem Zombie-Spiel, wenn ein Supermarkt nicht voller Zombies wäre, aber es ist zum Glück nur einer. Nehmen wir mit. Hier ist nichts drin. Wasser, schon wieder Kartoffeln. Dosenfraß. $2,99 für ein Wasser. Die spinnen ja wohl. Gehen wir hier dahinter. Wie ist der Verkäufer hier rausgekommen, der da gearbeitet hat? Musste jedes Mal über die Theke klettern. Ja, tut mir leid. Würde ich mir einen anderen Job suchen. Er ist open, aber wir können es nicht open. Ja, ist ja auch versperrt von vorne. Na gut, bevor wir jetzt hier unnötig Verschleiß an unserem Baseballschläger herbeiführen, würde ich sagen, wir gehen einfach wieder den normalen Ausgang raus. Na super. Erstmal schön aus dem Müll gekramt. Remove the weapon to take the item. Ja, ich weiß, aber ich habe den Sinn und Zweck noch nicht verstanden. Wahrscheinlich dann später, wenn wir uns mal eine Base bauen sollten. Dann wahrscheinlich alles schön voll mit so einen Fässern stellen. Um die Zombies etwas zu verlangsamen. Okay. Haben wir auch gelootet. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist hier vorne die Maschinenteile. Das heißt, wir gehen nochmal schnell zurück zum Zug, werfen unser Gepäck ab und dann holen wir uns noch die schönen Maschinenteilchen. Na komm her. Wie sieht es denn eigentlich aus? 160, 240. Also 160 haben wir jetzt. Gucken wir aber mal, wie viel so normaler gibt. Ui. So, 168. Also 8 Erfahrungen für einen normalen Zombie. Also der ist wirklich ganz schön unsportlich, der Typ. Oh nein. Okay, die Taktik ist geil. Sparen wir uns auf jeden Fall einen Schuss. Weiß gar nicht, warum ich den Fetten vorhin so schlecht getroffen habe. So, dann gehen wir hier erstmal hier hinein. Und dann... Was war denn das? Shift und rechts, genau. Bett hier rein. Metall, Holz. Kommt alles hinein. Kartoffeln. Sind das überhaupt Kartoffeln? Ja, Potato. Die dreckigen Dinger können wir erstmal wegpacken. Munition würde ich mal behalten. Obwohl. Packen erstmal die Muni weg. Aktuell haben wir ja noch keine. Keine Shotgun oder Sturmgewehr. Haben wir ja beides noch nicht. So, okay. Wir haben 8 von 30 Kilo. Dann holen wir uns noch schnell die Maschinenteile und dann nichts wie weg hier. Frag mich aktuell noch so ein bisschen nach dem Sinn, dass wir uns Mauern und so weiter bauen können. Also wir müssen natürlich irgendwann eine Base bauen, das ist ganz klar. Aber dadurch, dass ja jetzt nicht wirklich die Zombies aus riesigen Entfernungen ankommen, ist die Frage, wozu brauchen wir die Base? Vielleicht wird es natürlich noch etwas aggressiver im Verlauf des Spiels. So, wo war denn das? War hier vorne in der Karre, ne? Gucken nochmal kurz, war hier noch irgendwas? Nö, ne? Das hatten wir. Genau, das war doch, glaube ich, hier drin. Da haben wir es.
Okay. Damit sind wir durch. Wir haben alle Häuser. Vielleicht habe ich ein paar kleine Sachen übersehen zum Looten. Nehmt's mir bitte nicht übel. Aber was soll's. Natürlich auch noch Sachen auf dem Dach oben, aber ich wüsste nicht, wie wir hochkommen sollen. Wir könnten zwar die Fässer irgendwie hinstellen, dass wir eine kleine Treppe haben, aber wir können ja natürlich auch nicht springen. Da frage ich mich doch bei der Elektroleitung, wie hier trotzdem in den Häusern noch das Licht angehen kann. Merkwürdig. Okay, ich quatsch nicht weiter drum rum. Ich würde sagen, wir machen uns mal weiter. Da war noch ein Zombie. Na gut. Ach hier. Aber was soll ich da reinkippen? Wasser? Ja, natürlich schön, wenn es mit Wasser fährt. Aber wir haben jetzt bis jetzt natürlich noch nichts an Sprit oder sonstigen gefunden. Vielleicht haben wir noch leere Flaschen. Lasst mich noch mal kurz was ausprobieren. Vielleicht können wir ja mit so einem leeren Behälter an ein Auto rangehen und uns da ein bisschen Sprit rauszapfen. Bräuchten wir natürlich normalerweise irgendwie noch einen Schlauch. Aber ein Versuch ist es wert. Oh, wir verhungern fast. Noch mal ganz kurz was essen. Nö, klappt natürlich nicht. Schade, das wäre zu schön gewesen. Aber hier in den Fässern doch auch nicht, oder? Was wird ihr irgendwie mit da vornehmen? Kann es mir schwer vorstellen, aber wir probieren es natürlich mal aus. Wie langsam der läuft. So, open. Nehmen. Einfüllen. Nö, natürlich nicht. Scheiße, jetzt haben wir das direkt da drunter platziert. Oh nein, ich hoffe nicht, dass wenn wir jetzt losfahren, dass das Ding explodiert. Das wäre natürlich äußerst ungünstig. Ja, an eine Tankstelle ranfahren macht sich auch etwas schwierig mit dem Zug. Es sei denn, wir können selber noch Gleise verlegen. Okay, ich weiß es einfach noch nicht. Aber ich denke, das Spiel wird uns doch hoffentlich noch früher oder später darauf hinweisen. So, wir haben kaum noch Essen. Also, wir haben noch Essen, aber wir haben kaum noch welches im Magen. Dann würde ich sagen, wir futtern einmal das hier. Schlaf brauchen wir auch noch nicht. Den Tag sollten wir noch durchkommen. Wir haben es, naja, knapp 14 Uhr. Geht alles noch. Ich würde mir ganz gerne jetzt einmal einen Herd basteln. Den hatte ich doch hier irgendwo gesehen. Hier, Electric Oven. Ach du Scheiße. Wir brauchen Sachen, die wir noch lange nicht haben. Also Maschinenteile haben wir, aber haben wir so ein Ding? Ich glaube, wir haben so ein Ding. Gucken nochmal. Ne, Maschinenteile haben wir noch eins, aber wir brauchen noch so ein anderes Ding. Was auch immer das darstellen soll. Das ist natürlich äußerst schlecht. Also bleibt uns ja gar nicht viel anderes übrig, als jetzt langsam mal ins nächste Dorf zu machen. Uns gehen aber auch schon wieder die ganzen Materialien langsam aus. Also essenstechnisch sieht es echt mager aus. Naja, los, dann fahren wir nochmal eine Runde. Bremse aus und volle Kraft vor. Ah nein, wir sind im Rückwärtsgang. Bist du dumm? Fahr nach vorne. Wie viel haben wir noch? 327. Können den natürlich jetzt schön bei der Fahrt abballern. Aber ich lasse das. Jetzt rennt er los, hat er ja früh gemerkt. Das Fass ist zum Glück nicht explodiert unter uns. Sieht schon schön aus hier im Wald, auch so mit den Lichteffekten, die durch die Bäume schimmern. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, aber es gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die generell so die Atmosphäre. Es ist jetzt nicht nur so düstere Musik und extrem hektisch, sondern es geht alles etwas ruhiger zu sich.
Und es ist trotzdem irgendwie alles noch recht schön in dieser Welt, auch wenn es das eigentlich nicht ist. So, ich habe trotzdem extremst große Angst, dass das Ding hier bald schlapp macht. Bitte nicht. Wenn wir hier irgendwo mitten in der Pampa stehen bleiben, haben wir wirklich ein großes Problem. Ich habe Angst, dass ich irgendwas übersehen habe, zwecks Sprit auffüllen. Vielleicht wäre es auch so ein anderes Fass gewesen, die nicht explosiv sind, die wir hätten vielleicht mit hintragen müssen. Also irgendeinen Sinn muss es ja geben, weshalb wir die Fässer anheben können. Aber ich vertraue jetzt einfach mal in das Spiel, dass wir mindestens noch zum nächsten Dorf kommen. Hier so in den Wäldern ist relativ ruhig. Nicht so viele Zombies am Start wie erwartet. Und da wird mal wieder geladen. Sehr schön, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Beim letzten Mal kam ja, glaube ich, 1-2 Minuten nach dem Ladebildschirm dann zum Glück das nächste Dorf. Damit hoffe ich mal, dass das jetzt wieder der Fall sein wird. Und es lädt. Und ich schlafe gleich wieder ein. Und da haben wir es. So, wie sieht es denn sprittechnisch aus? 174. Knapp 3 Minuten können wir noch fahren. Hier haben wir einen kleinen See und einen hübschen Berg. Und was möchte ich hier an dem See? Das bringt mir alles nichts. Unsere Wasserbehälter sind ja schon voll. Wir brauchen bald wieder Schlaf. So, wir konnten ja auch anbauen, ne? Wir hatten es ja vorhin gesehen, so ein Hochbeet können wir uns auf jeden Fall zimmern. Ich glaube, das werden wir als nächstes mal tun. Ich habe nur immer ein bisschen Angst, beim Zugfahren dahinter zu gehen und am Ende verpassen wir hier noch ein Dorf. Aber ich glaube, da vorne sehe ich was. Ja, das sieht ganz gut aus. Sagen wir, vermindern mal langsam die Geschwindigkeit. So, fahr mal etwas langsamer, mein Guter. Ja, sieht ganz gut aus. Dieses kleine Scheißfenster hier, da siehst du fast nichts dadurch. Technisch 100. Okay, ich glaube, das war erstmal die letzte Fahrt, bis wir dann demnächst erstmal auftanken müssen. So, ich werde jetzt erstmal bremsen. Möchte nicht unbedingt direkt dort hineinfahren. Nicht, dass wir hier noch ganz viele Zombies an uns locken oder auf uns ziehen. So, wir gucken noch mal kurz. Es gab doch einmal hier so ein schönes Beet. Wo haben wir es denn hier? Simple Farming is a way to survive. Okay, dann nehmen wir uns mal ein paar Materialien. So, reicht das schon? Ich glaube nicht. Jetzt passt es. Wir bauen das einmal. Dann bräuchten wir natürlich aber auch noch Samen. Und nicht die, die wir selber produzieren, sondern richtige Samen. So, wo bauen wir das? Können wir doch vors Bett bauen. So ein Beet neben Bett. Sammeln uns am Ende noch die Regenwürmer in der Nacht in den Popo. Das muss natürlich auch nicht sein. Ich würde sagen, wir packen das mal hier hin. Weiß nicht, ob das jetzt richtig rum ist, aber ich glaube, bei einem Beet ist es ziemlich egal, oder? So sieht richtig rum aus. So, Bauhammer, her damit. Und bam, und zack, und ja, und geschafft. Sehr gut. Rechte Maustaste für Disassemble. Hä? Ach, wir können es auch wieder abbauen. Okay, alles klar. Wenn ich Englisch könnte oder besser könnte, hätte ich das auch vorher gewusst. Okay. Wir haben jetzt natürlich nichts zum Reinpacken, ne? Obwohl, die Kartoffeln vielleicht. Ach, Mensch, ich drücke jedes Mal die falschen Tasten. So, das hier hin, die hier hoch
Und... Jawohl, wir haben unsere erste Kartoffelpflanze gepflanzt. Ist das nicht schön? Und dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum nächsten Dorf. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.